So, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem Spätwebinar mit Dirk Fritschewski wieder in der Reihe, die wir jetzt schon seit Anfang September gestartet haben. Heute geht es um den Forex-Markt, den größten Markt der Welt. Wird er uns gleich einiges zu erzählen, den liquidesten Markt, aber natürlich auch einen außerbörslich gehandelten Markt, den es an keiner wirklichen zentralen Börse irgendwo gibt. Und ja, das Einmaleins, die Basics dieses Forex-Markts erklärt uns heute Dirk. Und der Dirk ist einer, der sich in allen Märkten eigentlich rund um die Welt und allen Handelsklassen auskennt und viele Follower hat, unter anderem auf Twitter, ne, mit seinem FX Dirk. Und hat zwar nicht so viele Follower wie Donald Trump, der ist jetzt, glaube ich, bei 90 Millionen knapp, aber mit den 30.000, die er hat, ist er auch nicht schlecht. Hallo Dirk! Grüß dich, guten Abend. Ja, grüß dich, Marc. Ja, nee, so viele Millionen habe ich nicht, aber naja, ich verbreite hoffentlich heute auch nicht so viel Unsinn, um Nicht? das mal so zu sagen. Ja, du nimmst das Virus auch ernster, hoffentlich, ne? Ja, nehme ich ein wenig, ja, denke ich schon. Aber gut, das soll ja jeder bitte sehen, wie er möchte. Also da sind wir ja nicht für da. Nee, dafür sind wir nicht da, das zu kommentieren. Aber mit den Zahlen, mit den Followerzahlen könntest du auch leben, oder? Aber gut, da wärst du heute nicht mehr unser Gast, da würdest du jetzt tausende Euros verlangen für den Auftritt wahrscheinlich heute. Wenn das überhaupt reicht, ja. Genau. So, dann wollen wir direkt loslegen, Dirk. Ich übergebe dir den Monitor und wünsche dir viel Vergnügen. Freuen uns hier auf ein spannendes Webinar. Und liebe Zuschauer, Sie dürfen natürlich wie immer Fragen stellen. Sie dürfen natürlich wie immer Fragen stellen. Bitte zum Thema, das sage ich auch immer gerne, Fragen, die jetzt. Ich greife die dann auch auf und werde die dem Dirk dann einwerfen. Fragen, die jetzt wirklich nichts damit zu tun haben, die komplett daran vorbeigehen, die dürfen Sie mir bitte im Nachhinein stellen oder mir schreiben. Die handeln wir dann hinterher ab oder in den nächsten Stunden und Tagen. Das machen wir dann auf Privatebene. Ne? So, bitte Fragen zum Forex-Handel für Beginners und Forex for Beginners, Dirk. Wir hören uns zwischendurch immer mal wieder. Bis gleich. Ne? Bist du noch da? Oh, ist er weg. Dirk? Kann jetzt nicht mehr hören. Hallo Dirk? Ich bin noch da. Ich weiß nicht, was los ist. Da, jetzt höre ich dich wieder. Warst gerade weg. Jetzt habe ich dich wieder. Jetzt hören wir dich wieder. Kann es sein, dass es an der Internetverbindung bei euch liegt oder was ist passiert? Nee, also wir haben eine gute, aber du bist ja auch, es geht ja eigentlich mehr um deine Internetverbindung, denke ich mal, oder? Ich weiß nicht. Also der Sound, Ich habe jetzt der einfach kommt. mal zur Sicherheit mal hinten noch was auf deinem anderen Rechner dicht gemacht, damit das vielleicht daran nicht liegt. Ja, Also also das ich habe höre ich dich jetzt mal jetzt. rausgemacht. Ich höre dich und wir sehen auch dein Bild. Fang einfach mal an, wenn es wirklich jetzt länger wegbleibt, der Ton. Ich würd dann dir auch ein Zeichen geben. Ich würde dich dann ansprechen und sagen, man hört dich nicht mehr. Ne? Also wenn ich länger nichts von dir höre, ich bin ja hier dein Kontrollorgan quasi. So. Okay, Fang am ja, besten gut, erstmal das an, ne? Bis wäre ja gleich. schade, wenn wir hier gegen Ja, die Wand das sprechen wäre quasi. schade, Okay, ja. ja, dann fangen wir mal an. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, es bleibt halbwegs stabil. Keine Ahnung, den ganzen Tag lief hier die Internetverbindung bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet hervorragend, woran auch immer es jetzt gerade liegen mag. Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema Forex-Handel, also überhaupt den Markt als solchen, ein Stück weit beschäftigen. Einmal eins des Forex-Handels soll es bedeuten. Es bedeutet auch in dem Fall also ein Webinar für Beginner, also die sich auch noch nicht überhaupt großartig mit diesem wirklich spannenden Markt beschäftigt haben. Wir wollen uns ein bisschen angucken, welche Währungspaare sich denn da überhaupt für den täglichen Handel eignen würden und auf welche Fallstricke man vielleicht auch achten sollte. Am Ende werden wir uns auch noch anschauen, Positionsgrößen, wie man die jeweils bestimmt, beziehungsweise wie man das auch dem vom BIP. Ja, ein, zwei Möglichkeiten man hat. Gleitet. So, Dirk, also Frage der Ton ist bekommen. immer. Sie finden diese Ton. bei. Ja. Jetzt bist du wieder da. Also der Ton ist immer wieder weg, ne? Man hört dich sehr, sehr unterbrochen. Das gibt es Leider. doch nicht. Was ist denn da heute los? Ja, ich weiß nicht. Verstehe ich Aber nicht. wahrscheinlich. Frankfurt ist ja jetzt seit heute Nachmittag Risikogebiet, ne? Hotspot. Vielleicht schränken die dich schon ein da. Weiß ich nicht. Das gibt's doch nicht, aber ich habe heute. Oh, da ist er wieder weg. Das hat mir auch zwischenzeitlich was angezeigt. Ja, es schreiben hier auch einige, der Ton ist total instabil. Bildübertragung ist super, der Ton ist, also du bist immer mal wieder für zwei, drei Worte zu hören und dann wieder für einen Satz nicht. Was machen wir denn da? Also ich kann auch von hier aus schlecht was machen. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch, ja. Ja, versuchen wir einfach mal weiter. Versuchen es mal, ob es hält. Hast Hörst du du was mich noch denn was? besser? Ah, jetzt höre ich dich ein bisschen besser. Ja, ein bisschen dumpfer, aber irgendwie hört sich das ein bisschen besser an. Was hast du gemacht? Ich habe jetzt mal, ich werde das mal jetzt so machen, vielleicht kann man es auf diese Weise regeln. Ich habe jetzt mal einfach vom MacBook den Lautsprecher vom MacBook selbst benutzt. Ich weiß nicht, wiefern es halbwegs erträglich so ist. Wenn es Ja, es okay ist ist, erträglich. Ich machen wir es hör halt dich gut. so. Ich hör dich. Keine Bange, wir hören dich genauso gut. Also wenn es für alle so rüberkommt wie für mich jetzt, ist es sogar fast noch besser. Es hört sich sogar ein bisschen lauter an. Du kommst besser rüber. Mehr Okay, Volumen in der dann Stimme. machen wir es so. Naja, hört sich gut an. Mach einfach mal weiter. Wir probieren es jetzt mal, ne? Ja. Gut. Alles klar. Ja, sorry für die kleinen technischen Schwierigkeiten. Haben wir so auch noch nicht gehabt. Aber gut, irgendwann ist immer mal das erste Mal. Wie bei jedem Webinar wollen wir uns natürlich auch mit dem Risikohinweis auseinandersetzen. Geht hier hauptsächlich darum, dass man weiß, gerade was den Forex-Markt ja angeht, dass man hier nicht irgendwie mit Kleinigkeiten handelt, wie Sparbüchern, festzinslichen Wertpapieren und andersartigen Dingen, sondern eben natürlich auch mit ja, sehr hochvolatilen Instrumenten. Man sollte also wissen, wie bei einer Saloon-Tour, es schwingt nach beiden Seiten, wo beträchtliche Gewinnchancen sind, sind natürlich auch beträchtliche Verlustrisiken. Das sollte man sich auch natürlich immer wieder auf jeden Fall merken. Es geht darum, auch man sollte vielleicht auch hin und wieder einen unabhängigen Finanzberater konsultieren und vielleicht auch einen Steuerberater. Also das dazu. Partner hier via Self-Invest, auch das noch kurz als Hinweis, ist nicht gerade erst ein Broker, der mal gestern die Türe und Tore geöffnet hat, sondern schon ziemlich lang am Markt unterwegs ist. Wie Sie hier sehen auf der Folie, 1998 bereits gegründet, mit Hauptsitz in Luxemburg und auch in vielen europäischen Ländern am Start. Also das also jetzt erstmal von der Seite aus. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Zeit hier von der Technik hier gerade wieder einholen. Gucken wir uns zunächst einmal an, wie dieser Markt überhaupt aufgebaut ist. Und da sehen wir schon hier im Hintergrund George Washington und die gigantische Summe hier von 6,74 T, also T für Trillion. Also Du bist wieder weg, Dirk. Oh nein. Ich glaube, wo das man Problem. den. So, jetzt ist der Ton wieder weg. Dirk? Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Der Ton ist gerade Ich wieder. Jetzt verstehe nicht, lief wo es gerade man 2 Minuten es. Ich gut, Mensch. verstehe nicht, wo wie gesagt, es ist mir ein Rätsel, woran das liegt. Keine Das Ahnung. weiß ich auch nicht. Okay, jetzt höre ich dich wieder. Die Bist noch da, technischen ne? Schwierigkeiten hier so weitermachen, dann hat es an der Stelle keinen Sinn, oder? Ja, wir geben dem Mann noch mal eine Hallo? Chance. Lass es noch mal versuchen. Aber Okay. du hast nichts irgendwie im Hintergrund laufen, irgendwie im Download oder irgendwo Skype einer Nein, oder nicht, Netflix. Nein. Nichts, ne? nichts Bandbreite ist dergleichen. da. Ich hab alles soweit aus. Also ich habe hier wie heißt einen Stecker gezogen an einem anderen Rechner auch noch zur Vorsicht eben gerade. Handy, alles weg, Also ist alles im weg. Ich schlimmsten verstehe Fall es nicht. könnte ich es versuchen, neu zu starten von mir aus, aber dann werden alle erstmal rausgeworfen, müssen sich alle über den Link nochmal kurz neu einwählen. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal und wenn nicht, versuche ich das als letzten Schritt. Wenn es dann nicht geht, müssen wir es irgendwie, weiß ich nicht, dann habe ich auch keine andere Lösung. Mach einfach nochmal ein bisschen weiter, Schieben Dirk. und auf einen anderen Termin nochmal setzen. Ja, okay. Also dann schauen wir nochmal, dass wir uns vielleicht hier nochmal testweise ranschrauben. Wir gucken auf diesen Markt. Er hat unheimliche tägliche Volumina. Und was wir hier zum Beispiel sehen, daran sehen wir, wie wichtig der US-Dollar überhaupt für den weltweiten Markt überhaupt ist. Kapitalmarkt als solchen. Das geht hier um die Weltreservewährung. Und da haben wir hier den US-Dollar mit 6,74 Billionen US-Dollar, also in dem Fall hier 61,82%. Wir sehen den Euro an der zweiten Stelle. Also auch hier nochmal ein Ausrufezeichen, wie wichtig der Euro auch schrittweise in seiner noch relativ jungen Zeit auch geworden ist, also auch als Weltreservewährung. Diese Daten finden Sie ohne Probleme auf der IWF-Seite. Gucken wir uns hier das dazu nochmal an. Schauen wir uns vor allen Dingen an, wie das in den letzten Monaten und auch in den letzten Quartalen vor allen Dingen abgelaufen ist. Ob sich da was geändert hat, ist der Dollar in der Bedeutung gesunken? Nein, man sieht hier zum Beispiel im Bereich der dritten Zeile Claims in US-Dollar in den letzten Quartalen, inwieweit sich dieser Dollar doch auf diesem Niveau gehalten hat. Teilweise sogar bis zum Quartal 2020 sogar auf 6,9 Billionen US-Dollar hochgeschraubt hat. Wenn wir die totalen Devisenreserven mal jetzt anschauen, die auf über 12 Billionen US-Dollar hinaufgeschraubt wurden. Das als solches hat mit unserem Forex-Markt, wenn wir ihn handeln, erst einmal nichts zu tun. Es soll nur mal die Bedeutung des US-Dollars allein schon mal darstellen von dieser Warte aus.
Foreign Exchange, also Forex heißt es letzten Endes. Dieses Foreign Exchange wird daher abgekürzt mit diesem Forex. Und letzten Endes, warum heißt es überhaupt Exchange? Mark hat es kurzfristig angedeutet. Es gibt keine zentrale Börse. Es ist OTC, also Over the Counter. Sie haben keine zentrale Börse, wie jetzt hier die Börse Frankfurt oder die New York Stock Exchange, London Stock Exchange. Alles läuft quasi über diverse Computer, Handelssysteme und wo sie überall platziert sind, weltweit. Man kann sich das quasi wie ein gigantisches Spinnennetz, ein gigantisches neuronales Netzwerk vorstellen, wo die Rechner miteinander zusammengeschaltet sind und kommunizieren. Das zu dieser Schnellvorstellung der Foreign Exchange. Gucken wir uns an, wie das untergliedert wird. Wir haben Währungen über, weit über 100, sogar in Richtung 200. Da sind so viele dabei, die sind für uns total uninteressant, weil sie sind illiquide und werden teils überhaupt nicht mehr zum Handel angeboten. Es sind viele Bekannte natürlich darunter. Man hat sie abgekürzt und diese Abkürzungen, diese dreistelligen Abkürzungen, heißen offiziell ISO-Codes. Ja, also wenn man hier allein diese erste Seite mal so ein bisschen runter scrollt mit dem Auge jetzt mal, dann sieht man an einer Stelle den chinesischen Yuan, den Renminbi mit CNY, also CNY. Und auf den anderen Blättern, die ich jetzt hier mal stückweise hier jetzt gerade runterschalte, vielleicht den russischen Rubel hier, den Hongkong-Dollar, Singapur-Dollar als Bekannte vielleicht noch dazu. Oder hier auch, was noch regional in Euro heftig auch in letzter Zeit gehandelt wurde, die türkische Lira und so weiter. Was auf dieser Folie zu sehen sind, sind die wichtigsten Währungen, also hier die wichtigsten ISO-Codes. Ja, die Stimme ist weg. Punkte hier, das sind auch die sogenannten Majors, also die wichtigsten Währungen, die wir aktuell so haben. Zweck, aber es geht soweit, oder? Stimme war jetzt wieder weg. Jetzt ist sie wieder weg. Fall hier Euro-Dollar. Hallo? Also es hat so keinen Sinn, glaube ich, oder? Die Möglichkeit, du hast ein bisschen WLAN. Kannst du ein LAN-Kabel anstecken? Nee, ne? Ich höre selbst die Antwort. Hallo? Das kann ich. Ja, hallo? Hast du ein LAN-Kabel da, was du anstecken kannst? Ich kann es probieren, Moment. Ja. Vielleicht ist einfach das WLAN instabil. Möglich ist alles. Ich weiß nicht. Schon mal die Fehlerquelle ausschließen. Ja. Ich hatte heute den ganzen Tag keine Probleme und jetzt auf einmal, das ist ja wirklich traurig. Das ist sehr traurig. So, probieren wir es mal, ob sich da was tut. Ja, wenn du jetzt mal von WLAN auf LAN umschaltest, dann wollen wir mal gucken, ob es vielleicht besser wird. Also die Stimme war eben viel besser sogar als mit dem Anfangsmikro. Auch man konnte ich viel besser verstehen. Das war sogar die bessere Lösung. Nur die Unterbrechungsrate ist halt jetzt fast, hat sich ein bisschen verzögert, ist ein bisschen weiter auseinandergegangen, aber es unterbricht halt dann doch immer noch, ne? Ja, also ich weiß nicht, also merkt man jetzt einen Unterschied? Nee, ne? Nee, aber vielleicht vom Ton her ist noch nicht, aber vielleicht hält es ja. Vielleicht wird es ja jetzt stabiler, die Leitung. Mal gucken. Ja, ist natürlich, klar, man kommt ja auch dann immer wieder raus, ist natürlich doof. Okay. Mhm, ja. An der Stelle dann machen wir einfach weiter. Wollen uns mal anschauen, inwieweit dieser Markt uns ja letzten Endes hier auch etwas sagen kann, hier im Sinne von Tagesumsätzen, also tägliche Handelsvolumina. Wir haben einen Umsatz von 6,59 Billionen US-Dollar mittlerweile. Das ist der Stand von dieser Umfrage, die die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in April 2019 gemacht hat. In den Klammern sehen Sie hier den Wert von 5,066. Das war von den letzten 3 Jahren zuvor, also von 2016. Also da hat sich schon auch wieder ein Stück weit das weiter nach oben geschraubt an täglichen Handelsvolumen. Natürlich ist das untergliedert in diverse Instrumente mit Devisen-Swaps, also sogenannte FX-Swaps. Wir haben Handelsvolumen dort von 3,2 Billionen. Danach kommen dann schon die Kassageschäfte, Spot, also dann handeln Euro-Dollar gegen Euro-Dollar zum Beispiel handeln, dann haben wir das Spot-Geschäft, das Kassageschäft. Das ist also fast schon bei 2 Billionen Dollar täglich. Diese 3 Umsatzblöcke kann man nochmal untergliedern. Das sind also 49% Umsätze mit Devisen-Swaps, 30% kommen von diesem Kassahandel, also von FX-Spot und 15% sind Devisentermingeschäfte, zum Beispiel Outright Forwards.
Wir kennen vielleicht das eine oder andere Liedchen. Da gibt es dieses klassische Liedchen, I need the dollar, the dollar is all I need. Und das kann man fast schon ein Stück weit auf den Forex-Markt beziehen. Also da ist wirklich alles nur US-Dollar fast, prozentual. Wenn wir den globalen Forex-Markt uns anschauen, sind 88,3% des täglichen Handelsvolumens entfallen auf den US-Dollar. Das heißt also, der hat einen Market-Share von 88,3%. Der Euro schafft es auf 32,3%, der Yen auf 16,8%. Also, Sie werden sich natürlich jetzt fragen, was erzählt er da? Das ist doch schon alles über 100%. Sie haben sich das so vorzustellen, dass Sie eine Torte vor sich sehen, die symbolisiert 200%, weil ein Währungspaar besteht immer aus zwei Counterparts. Dementsprechend muss der Kuchen als 200% dargestellt werden. Und daran hat der Dollar 88,3% Anteil. Und der Euro 32,3. Also dann sind wir hier die restlichen die restlichen Währungen beispielsweise hier im Bereich britisches Pfund dann noch mit 12,8 noch relativ hoch und dann kommt es ja schon relativ schnell weit runter in Richtung australische Dollar und so weiter und so fort. Der chinesische Yuan, der hat es in den letzten Jahren nach oben geschafft. Bleibt mal abzuwarten, wie das jetzt läuft in den nächsten Monaten, Quartalen oder Jahren. Man weiß nicht, wie schnell Peking da ist. Wie man das jetzt mit Hongkong da weiter manövriert. Ich gehe mal davon aus, dass die Welt sich noch so viel dagegen stemmen wird oder auch vielleicht diplomatisch dagegen stemmen wird. Peking macht da so, was es möchte, wird Hongkong wahrscheinlich irgendwann vollends integrieren und dann schauen wir mal, ob es dann immer noch so läuft, dass China dann da zwei verschiedene Währungen hat, also quasi den chinesischen Yuan und den Hongkong-Dollar parallel. Die Zeit wird es zeigen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann tatsächlich das Hongkong, so wie wir das so kennen, so bald erledigt sein wird. Schauen wir uns die weiteren Systematiken an. Währungspaare. Wir handeln das letzten Endes nicht eine Währung allein, sondern Währungspaare. Und diese Währungspaare sind wichtig hier. Das ist der global liquideste Basiswert, das ist der Euro-Dollar. Es gibt weltweit keinen anderen Basiswert, den man handeln kann, der so liquide ist wie das Währungspaar Euro-Dollar. Ja, also das sind ja täglich schon weit über 1 Billion US-Dollar Handelsumsatz und dann suchen Sie mal da draußen etwas, was in der Richtung ein Handelsvolumen aufweist. Sie werden nichts finden. Der Anteil an diesem Währungspaar, an dem Gesamtwährungsmarkt ist 24% und die weiteren Währungspaare sehen Sie ja hier schon 13,2 für US-Dollar, japanischer Yen und Pfund gegen den US-Dollar bei knapp unter 10%. Sie finden dann natürlich auch noch andere, das sind auch noch die dazugehörigen Majors, also Australian Dollar, also Aussie, den US-Dollar gegen den Canadian, den Looney und dann gehen wir dann schon in andere asiatische Bereiche zurück, in Klammern natürlich den Schweizer Franken wollen wir hier auch nicht unterschlagen. Also Sie untergliedern diese Gruppen, nochmals hier die Majors, wie ich sie genannt hatte schon, dann noch in sogenannte Miners und in Exotics. Und wenn Sie sich anschauen, wir sind ja hier in Europa, in der Eurozone, dann haben wir noch diverse Länder um uns herum, wie Großbritannien, die nicht im Euro drin sind oder auch beispielsweise Schweden oder die Schweiz oder auch beispielsweise die Tschechische Republik oder zum Beispiel auch Dänemark und so weiter und so fort. Und das wären dann die sogenannten Crosses. Das heißt also, überall dort, wo ein Währungspaar ohne den Bestandteil US-Dollar quasi dargestellt wird, handelt es sich um ein sogenanntes Cross. Ja? Und das muss man sich auch so vorstellen, das heißt deshalb Cross, weil im Hintergrund bei einem Euro gegen den Schweizer Franken zum Beispiel, im Hintergrund immer noch die beiden alten Währungspaare Euro-US-Dollar und US-Dollar-Schweizer Franken im Hintergrund mitlaufen. Das heißt also, Sie achten auf die Bewegungen von diesen beiden Währungspaaren und schauen, dann gucken wir uns an, was ist hier gerade im Eurozonenbereich und auch im Euro-Bereich das liquideste Cross. Das wundert nicht in den letzten Jahren, das ist Euro-Pfund. Und hauptsächlich auch aus dem Grund, das haben wir dieser ganzen elendigen, langen, gezogenen Brexit-Diskussion zu verdanken. Aus diesem Grund ist das natürlich auch gerne hoch und runter gehandelt worden. Und dementsprechend sind die Handelsvolumina in diesem Cross im Vergleich zu den anderen dann doch am höchsten. Und wenn wir jetzt beispielsweise schauen, global trotzdem, obwohl es das liquideste Cross im Euro hier ist, ist Euro-GBP mit einem täglichen Anteil von gerade mal 2,0% trotzdem noch im Vergleich zu Euro-Dollar mit 24% relativ weit hinten,
sieht man nun mal daran. Aber trotzdem sind das Handelsgüter oder quasi Basiswerte, die sich für den täglichen Handel doch immer noch hervorragend eignen. Also da geht es auch langsam dann irgendwann nicht mehr in die Richtung, wo wir uns für den täglichen Intraday-Handel hier begeistern können, wie beispielsweise, wenn wir schon auf solche Währungspaare gucken wie den ungarischen Forint oder den polnischen Zloty oder irgend sowas. Also das ist alles schon viel zu illiquide und eignet sich nicht für schnelle Entries und Exits. Also je liquider der Markt, umso günstiger ist es für uns für Spreads und dementsprechend müssen wir immer an die Kosten denken. Je niedriger unsere Kosten sind für In und Out, umso schneller kommen wir aus den Positionen auch wieder raus mit einem Gewinn. Anhand dieser Folien haben Sie schon mal ein Stück weit jetzt vielleicht verinnerlicht, wie wichtig halt der US-Dollar für die Weltwirtschaft ist. Und dann kann man sich auch vielleicht ansatzweise vorstellen, warum wirklich alle Welt auf die Federal Reserve schielt, wenn die beispielsweise ihre Sitzungsprotokolle publiziert, beziehungsweise auch überhaupt ihre Sitzungen abhält und über den Leitzins und über die Geldpolitik urteilt. Das sind halt Dinge, da hängt quasi der gesamte Markt uns da quasi, da hängen wir quasi dem Jerome Powell quasi an den Lippen und lesen am besten schon ab, was er da gleich sagt, weil das halt Kurse macht und die Kurse bewegt, wenn er sich beispielsweise geldpolitisch ein Stück weit anders positioniert, als man das vielleicht denkt. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass beispielsweise in einem Fall von beispielsweise einer sogenannten Risikoaversion im Markt draußen, also plötzliche Ereignisse treten ein, ob das jetzt ein umwelt- oder terroristisches Ereignis ist, siehe 9/11 oder damals mit Fukushima oder was auch immer, was in diese Richtung geht, dann gibt es sehr oft eines zu beobachten, dass der Dollar quasi die restlichen Volumina in sich aufsaugt. Der Dollar wird quasi stärker. Er ist ein sogenannter sicherer Hafen im Forex-Bereich. Das gilt übrigens auch für den japanischen Yen. Und in diesen Stellen kann man dann sehen, dass an solchen Tagen oder auch an solchen Ereignissen besonders der Dollar stärker wird. Die jeweiligen, ja, sagen wir mal, Sicherheitsmoves, also quasi zurück in einen sicheren Hafen oder auch wenn wir beispielsweise sogenannte größere Bewegungen schon gesehen haben und jetzt Gewinne mitgenommen werden und es in Richtung Risikoaversion geht, dann sprechen wir in diesem Fall auch von einer Repatriierungsbewegung. Die hat hauptsächlich auch ihre Originalbedeutung auch von dem Carry Trade. Wir wollen das jetzt nicht zu weit in die kleinsten Bausteine führen, aber das wenigstens noch kurz erwähnt. Wenn Sie sich zu den Zeiten, wo noch Zinsdifferenzen größer waren, vorstellen, dass Großinvestoren in eine Währung zu einem gewissen Kurs angelegt haben, dann haben sie dort den höheren Zins vereinnahmt, quasi den höheren Leitzins vereinnahmt, haben dann, wenn beispielsweise die Zinsdifferenzen zwischen der Ausgangswährung und der investierten Währung dann sich verändern, diese jeweiligen Positionen wieder zurückgeführt in ihre Ausgangswährung, in ihre Finanzierungswährung. Dann hat man das als Repatriierung bezeichnet und in diesem Fall wird die Finanzierungswährung stärker. Diese, ja, sagen wir mal, Beispiele haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen, auch beim Euro, wo zwischenzeitlich der Euro als Finanzierungswährung diente. Gerade vor allen Dingen in der Zeit, wo auch nochmal zwischenzeitlich die Zinsdifferenzen zwischen Euro und dem US-Dollar etwas größer wieder waren. Die sind ja dann leider durch Corona auch wieder nahezu gleich geworden, also keine hohen Zinsdifferenzen mehr in diesem Fall. Für uns wichtig, geografische Verteilung. Wir sind hier in Europa, Frankfurt bzw. London und auch von mir aus noch in Richtung Warschau, wenn wir mal die ganzen Zeitabteilungen einfach nur mal europäisch hier abchecken. Es geht darum, dass man sieht, dass aufgrund dieser Zeitdifferenzen dann zumindest noch relativ, in Anführungszeichen, luxuriös gehandelt werden kann. Luxuriös bezeichne ich das deshalb, weil wir sind in der Lage, aus der Sicht Europas noch den morgendlichen, restlichen, das Ende des Asienhandels noch abzuarbeiten, unsere europäische Session quasi ganz normal zu handeln und sogar bis in die amerikanische Session, in die nordamerikanische Session rein zu handeln, die grob betrachtet zwischen 22, 23 Uhr unserer Zeit dann dort auch endet. Wichtig dann auch aufgrund dieser Uhrzeiten, das ist deshalb auch ganz gut, weil der Forex-Markt von seinem Volumen her zu einem großen, großen Anteil in zwei Ländern entsteht, nämlich im Vereinigten Königreich und in den USA. Ja, man sieht ja hier 43% und 17%. Da haben Sie schon den größten Anteil mit diesen zwei Ländern am gesamten weltweiten Forex-Markt. 60% ist ja nicht gerade wenig. Und dann verteilt sich das noch auf ein paar andere Handelszentren, die beispielsweise in Singapur mit Platz 3
Hongkong Platz 4 und auch Japan und Platz 5 sind. Wir sehen hier in den Klammern unten drunter, dass wir hier mit Schweiz, Frankreich, China und Deutschland ist da ziemlich weit hinten in diesem Bereich recht weit abgeschlagen liegen. Obwohl wir eines der größten Exportländer sind, sind wir in diesem Bereich hier vor Ort zumindest da überhaupt nicht stark. Im Gegenteil, das wird alles meistens ausgelagert mit den Banken. Die größten Handelshäuser, auch deutsche, sind sowieso die ganze Zeit in London aktiv gewesen oder sind es noch. Festlandchina habe ich auch Ansatz mit dem anderen Bereich gesagt. Im globalen Ranking ist es angestiegen. Man wird sehen, wie weit Xi Jinping mit seinen Jahresplänen da tatsächlich durchdringt, wie das in den nächsten Jahren sich noch weiter öffnet. Man darf allerdings bezweifeln, ob er da Wort hält, wenn man jetzt sieht, auch gerade im Rahmen des Handelskrieges mit den USA, inwieweit da Peking in der Lage ist oder auch in der Lage sein will, sich noch weiter zu öffnen. Das ist einfach eine politische Sache. Das brauchen wir dann auch nicht näher zu kommentieren. Status quo. Leitwährung ist unangefochten der US-Dollar im Jahr 2020 immer noch. Währungspaare, in dem der US-Dollar enthalten ist, nennen wir Majors. Und die hier nochmal kurz aufgeführt, nur zur Wiederholung. Das sind die wichtigsten, die wir auf unserer Handelsplattform am besten auch so einordnen sollten, wenn sie nicht schon von selbst so geordnet sind. Und dann nochmal hier die jeweiligen wichtigsten Crosses. Übrigens, das unten drunter wäre auch dann Cross. Es wäre halt nur ein japanisches Cross. Also japanische Yen gegen den Australian Dollar. Was sind Minors und Exotics? Auch das noch kurz zur Abhandlung. Das wäre nicht fürs Daytrading oder überhaupt fürs Swingtrading gedacht. Die Kosten sind meistens Unsinn, sehr oft. Man muss halt da schon wissen und sollte vielleicht auch Hintergrundwissen in den jeweiligen Ländern haben, wenn man zu einem gewissen Trade da reingeht und sollte dann auch mit einer Positionierung da reingehen, wo man weiß, dass man da nicht gleich in den nächsten Stunden oder vielleicht sogar Minuten wieder raus will, weil die Spreads sind halt dementsprechend, wie ich schon sagte, relativ hoch. Da gehören dann zum Beispiel auch solche Exoten dazu wie ZAR, also South African Rand, türkische Lira, aber auch ein paar Skandis. Die gehören da trotzdem dazu, mexikanischer Peso und so weiter und so fort. Also da ist die Liste lang. Unten drunter sogar ein paar arabische, also ist alles dabei. Diese exotischen Währungspaare, die sich da meistens in der Peripherie finden, auch von Eurozone oder auch von Emerging Markets, die finden wir hauptsächlich natürlich auch noch in Südamerika oder in Afrika. Die sind also wirklich dann nur von Interesse, wenn wir Bewegungen erwarten, die natürlich auch politisch bedingt sind, die wir ein bisschen wenigstens einschätzen können oder wo wir davon ausgehen, dass wir die über eine ganze Weile vielleicht begleiten. Ein Beispiel, ein tragisches Beispiel, wie eine Währung abwertet, haben wir aktuell hier im Zonenrandgebiet, sage ich schon, im Randgebiet der Eurozone quasi drüber, Richtung Ankara. Wir haben die türkische Lira dort. Das ist ein Beispiel, wie eine Währung in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch gerade jetzt in den letzten Monaten wieder auch politisch bedingt, enorm abwertet. Und daran sehen wir zum Beispiel, wer sich damit länger auseinandersetzt, dass man auf diese Weise vielleicht mit einem längeren auch Trade im Euro gegen die türkische Lira auf der Long-Seite da in der letzten Zeit auch ganz gut was vielleicht mitnehmen konnte. Kommt immer darauf an, welche Absichten oder welche Hintergründe man natürlich dann auch da hat. Es ist keine Empfehlung, Euro, türkische Lira zu handeln, sondern es soll nur ein Hinweis darauf sein, wie groß solche Bewegungen an diesen Märkten tatsächlich auch sein können. Diese Minus Exotics, die wollen wir uns jetzt gar nicht lang noch damit beschäftigen. Wir wollen uns ein Stück weit anschauen, woran liegt es, wenn wir eine Position eröffnen, woran liegt es und welche Uhrzeiten sollten wir vielleicht eher meiden. Das noch kurz hier dazu, dieser Satz, der gilt für jedes Handelsgut, was man handeln kann, ob das jetzt Aktien sind, ob das Anleihen sind, ob das jetzt hier Währungspaare sind oder irgendein anderer Basiswert. Es steht immer wieder zu Buche, je illiquider ein Basiswert, desto weiter der Spread. Ja, da werden Sie einfach den Markt nicht umdrehen können. Das ist jedenfalls die Grundregel. Die sollte man dann auch immer wieder beherzigen. Bedeutet also, je kurzfristiger ich handeln will, desto enger sollten auch meine Spreads sein. Also wenn ich Daytrader, wenn ich Scalper, nochmal schneller gedacht, wenn ich Scalper sein möchte, sollte ich mir natürlich Euro-Dollar oder auch Cable, also sprich Pfund gegen Dollar aussuchen oder US-Dollar gegen japanischen Yen und keine anderen großartig, weil es ist so die liquideste Variante überhaupt am Forex-Markt. Dementsprechend komme ich schnell rein, raus.
Daytrading eignen sich auch Forex Crosses noch dazu. Dann wird es aber dann auch schon in Richtung Exotics eher fragwürdig, ob man das überhaupt abbilden kann, weil die Entries einfach zu kostspielig sind mit den Exits. Also dementsprechend, je kurzfristiger, desto liquider sollte das Währungspaar sein. Und für diesen Intraday-Handel, Scalping, sollte man dementsprechend tatsächlich bei den Majors und vielleicht ein paar liquiden Crosses bleiben. Die Exotenregel habe ich Ihnen eben ein Stück weit am euro-türkische Lira erläutert. Das soll einfach nur ein Stück weit da auch nochmal hier rekapituliert werden, dass man sich darauf einstellt, dass man dieses Währungspaar versteht, wie es ein Stück weit tickt, dass man beispielsweise beim Euro-NOK auch parallel sowas beachtet wie den Ölpreis, dass man bei einem Euro-Canadien gleichzeitig auf den US-Dollar-Canadien und auch auf die Rohölpreisentwicklung guckt und so weiter und so fort. Es gibt ein paar sogenannte Rohstoffwährungen, da sollte man dementsprechend den jeweiligen wichtigen Rohstoff im Hintergrund auch mit beobachten. Und es gibt ein paar, ja, sagen wir mal, Korrelationsbewegungen, wo man vielleicht auch auf Edelmetalle wie Gold und Silber schaut, inwieweit sich da etwas tut. Die Exotenregel habe ich an der Zeit, Die Exotenregel habe ich ein Stück weit erklärt. Hier geht es dann noch dran, obendrauf noch zu beachten. Auch übrigens überall beim Overnight Swap. Ja, das ist der sogenannte Zins, die Zinsdifferenz. Und bitte darüber auch genau informieren. Via Self-Invest wird mit Sicherheit eine Tabelle da vorhalten, Excel oder was auch immer, vielleicht sogar auf der Homepage direkt, das weiß ich jetzt nicht 100%. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, wenn wir ein Währungspaar haben, wo die Zinsdifferenz da ist, sie ist vielleicht etwas höher ist, dann sieht man die jeweiligen Zinsdifferenzen und wenn man den jeweiligen, das jeweilige Währungspaar auf der Long-Seite hält oder auf der Short-Seite hält, dass man dann entweder Zins gutgeschrieben bekommt oder eben Zins abgezogen bekommt. Das kommt dann immer darauf an, in welche Marktrichtung Sie spekulieren. Und es kommt darauf an, wie hoch ist die Zinsdifferenz in der Ausgangswährung, wie hoch ist der Zins in der Ausgangswährung und in der zu handelnden Währung. Das sollte man auf jeden Fall dann auch noch vorher prüfen, ob sich dann ein quasi längerfristiges Halten dann vielleicht sogar noch zusätzlich auszahlt, also dass man sogenannte Overnight Swap erntet. Wenn man dauernd nur bezahlt, wäre das natürlich nicht so optimal. Da darf ich kurz dazu ergänzen, Dirk, du hast uns angesprochen. Ja. Wir haben keine Tabelle auf der Homepage, aber in der Plattform gibt es dann die Swaps. Also da ist dann jede Nacht, ändern sich ja auch jede Nacht, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, das ist wichtig, dass du es halt dann auf jeden Fall von deiner Seite nochmal sagst, weil dem Punkt kann ich keine Info zu geben. Okay. Genau. Gut. Gab ja auch die Frage von Georg schon, der gefragt, steht schon lange drin die Frage, aber ich wusste, dass das noch kommt. Was sind Swaps? Da bist du ja jetzt drauf eingegangen. Vielleicht kurze Frage von mir an der Stelle. Es gibt ja Leute, die spezialisiert sind oder die regelrecht auf diese Swap-Geschichte aussehen und versuchen daraus richtig Kapital zu schlagen. Lohnt das Geschäft in deinen Augen oder nicht? Tja, wie es immer so schön heißt, das ist eine Swing- und längerfristige Sache, wo sich sowas dann vielleicht lohnen könnte deshalb, weil es natürlich auch immer wieder auf den tollen sogenannten Einstiegskurs ankommt. Was hilft mir es am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder mehrerer Wochen, wenn ich einen Swap geerntet habe, aber mein Kurseintrittsverhältnis ist sowas von dämlich, dass mir das dann am Ende dann auch nichts bringt. Das ist schon so oft passiert. Da muss man wirklich auch das Timing wieder verbessern in einem größeren Zeitfenster. Ich kann da gerne das auch an der Stelle mal ausführen, wie das jahrelang praktiziert wurde von der norwegischen Zentralbank und dem norwegischen Staatsfonds. Das waren und sind zumindest in vielen Bereichen Meister des langfristigen Investierens in diesem Bereich. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man die sogenannten Carry-Trade eben dafür ausnutzt und zu einer ja dann doch wirklich Marktübertreibung am besten in einen Kurs mit einem marktübertreibenden Kurs einsteigt und dann den Kurs einfach dafür nutzt, um das Ding laufen zu lassen. Dann lohnt sich sowas. So zwischendurch bei einem wirklich durchschnittlichen Markt, wo keine besonderen Verwerfungen gerade passiert sind, ist es schwierig, das richtige Eintrittsverhältnis zu finden. Da ist es dann meistens so, dass man zwar erntet, also Swaps erntet, aber im Kurs eben daneben steht. Also das nur so als schnelle Antwort. Okay, prima. Danke dir. Die Stimme scheint auch zu halten übrigens. Also ist schon viel besser geworden. Cool, umso besser. Gut, an der Stelle gehen wir dann natürlich auch noch zu dem Punkt Margins. Natürlich auch jetzt im Bereich
des FX-Handels zu beachten. Es ist wichtig, dass man bei Exoten natürlich andere Margins vorfindet, als jetzt zum Beispiel bei Euro-Dollar oder auch Pfund-US-Dollar und so weiter. Die Margins kann man dementsprechend auch Informationen entnehmen, wie hoch die dann sind. Man sollte dann dementsprechend auch immer wieder darauf achten, persönlich darauf achten. Ich kenne keinen Account von Ihnen. In dem Fall muss man dann immer gucken, dass Sie in einem vernünftigen Verhältnis dann später auch positioniert werden, also die Positionsgrößen bestimmt werden, dass einem das nicht schnell um die Ohren fliegt. Und wie man althergebracht sagt, dann spät dieser sogenannte Margin Call dann eben klingelt, um es jetzt mal so etwas zu beschreiben, wie das früher war. Und dann macht es irgendwann Tilt und dann ist quasi das Konto platt gesetzt. Das muss nicht sein. Also dementsprechend bitte auf die jeweilige Feinjustierung achten. Gucken wir uns auch gleich noch ein Stück weit an. So, Rollover-Geschichte, Swap haben wir an dieser Stelle schon mal angesprochen. Das will ich noch nachreichen an der Stelle. Es geht hier hauptsächlich um die sogenannte Marktrichtung, wie es eben schon mal kurz Marc noch zusätzlich mit beantwortet hatte, in welche Richtung der Trade dann läuft, long oder short, wie viele Tage er gehalten wird. Da kann es halt eben dann sein, dass vielleicht, wenn dann überhaupt kleinere Gewinne da sind, dass dementsprechend bei einem Negativ-Swap diese kleineren Gewinne dann Tag für Tag, wenn man es hält, aufgefressen werden. Dementsprechend, weil man vielleicht in die falsche Richtung dann eben spekuliert und da den Zins eben nicht gut geschrieben bekommt, sondern eben zu zahlen hat, beziehungsweise abgezogen bekommt. Also deswegen Leitzinsdifferenzen prüfen, ob sich das lohnt, in dieser Richtung zu operieren, aber zumindest im Hinterkopf zu bedenken, das sollte ich vielleicht nur überlegen, wenn ich das länger halte, dann läuft noch der Swap gegen mich, gucke ich mal, ob ich das nicht dann lieber dann doch schneller mitschließe wieder, wenn sich gerade eine schöne Bewegung am Markt aufgetan hat, dass ich den Trade mitnehmen kann. So, das gehe ich jetzt mal ein Stück weit noch durch, damit uns nämlich die Zeit von vorhin ein bisschen wieder hier aufzuholen ist. Rollover will ich nur ganz kurz anreißen. Man muss sich das vorstellen, wie auch im, ja, sagen wir mal, wie im Rohstoffgeschäft. Es sind Terminkontrakte. Wir merken das nicht, wenn wir die handeln, wenn wir jetzt FX Spot handeln und Euro-Dollar über mehrere Tage halten. Da läuft da im Hintergrund quasi so ein Automatismus, der das rollt in die nächsten Positionen, so dass wir also das länger halten können. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine ganze Woche Euro-Dollar long sind, wird das immer im Hintergrund automatisiert in den nächsten Kontrakt dann gerollt. Also so muss man das mit dem Kostenmechanismus auch zusätzlich noch verstehen. Bei diesen Rollen entstehen dann overnight diese sogenannten Swaps, wenn man das in den nächsten Kontrakt dann rollt. Also das in Schnellerklärung. Die positiven Rollovers habe ich erklärt. Jetzt bin ich an der Stelle mal ganz kurz rausgekommen. So, genau. Und dann müssen wir neben den ganzen Fertigkeiten, beispielsweise wie jetzt hier die Thematiken, sei es jetzt Rollover und Majors und alles, was wir jetzt schon bis jetzt schon thematisiert haben, natürlich auch noch das Wichtigste rein beziehen. Wir müssen uns auf volkswirtschaftliche Daten und auf die Geopolitik ein Stück weit vielleicht auch einschießen. Sprich, wir müssen gucken, welche Daten werden um wie viel Uhr publiziert. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Trade-Setup schön vorbereitet habe, beispielsweise im Euro-Dollar, und mir das auch schön ausgerechnet habe, in welcher Positionierung gehe ich da jetzt rein, in welchem Verhältnis stimmt das mit meinem Account, alles schön und gut. Aber dann habe ich beispielsweise den ersten Freitag im Monat um 14.30 Uhr nicht bedacht, gehe um 14.25 Uhr Euro-Dollar long und um 14.30 Uhr kommen die US-Arbeitsmarktdaten dann und die hauen mir quasi richtig eine Watsche rein. Ich fliege aus meinem Trade raus, nur weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht daran gedacht habe, dass um 14.30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten publiziert werden. Also das sind Sachen, die dürfen da nicht passieren. Da sollte man dementsprechend den Handelskalender auch im Blick haben und dementsprechend darauf achten, wann tut sich da die Chance für mich auf, beispielsweise wenn bei den Arbeitsmarktdaten oder anderen wichtigen Daten ein Währungspaar extrem reagiert. Dann darf man auch schon mal, wenn man nicht zu übersteuert, ja, nicht zu stark übersteuert im roten Bereich schon handelt, was die Margin angeht, sondern mit einem ganz lockeren, kleinen Mini-Trade auch schon mal in eine Nadel greifen. Ja, das ist schon auf jeden Fall möglich. Also im Intraday-Handel ist letzten Endes sowas immer irgendwo gefragt, weil man soll in Anführungszeichen billig kaufen und teuer verkaufen oder umgekehrt teuer verkaufen und billig wieder kaufen. Also dementsprechend müssen wir dann schon solche Eruptionen am Markt dann dafür ausnutzen. Datenlieferanten, auch wichtig zu wissen, was brauchen wir?
die meisten Informationen, gerade was Forex angeht, findet man natürlich im englischen Bereich. Das sind Dinge, die von Reuters, Bloomberg und wie sie alle heißen, natürlich auch gerne verkauft werden. Vieles ist mittlerweile doch tatsächlich sehr gut zu bekommen, auch teilweise kostenfrei. Die natürlich die Handelssysteme oder die Terminals sind natürlich nicht kostenfrei, die kosten richtig, richtig Geld, vierstellig im Monat locker, also ohne Probleme, dass man da Geld rausgibt. Das braucht man nicht für privaten Handel, weil wenn man sich darauf konzentriert, dass ein Handelsstil vielleicht eher im Bereich Daytrading in Richtung Swingtrading geht, nicht unbedingt Scalping, dann hat man beispielsweise auch Zeit, ein bisschen Research vorher aufzubereiten und brauchst du vielleicht nicht unbedingt nur die Realtime-Daten. Also das ist aber Ansichtssache, das soll bitte jeder mit sich selbst ausmachen, ob er in einem Handelsstil unterwegs sein will, der absolut in Richtung Scalping geht. Zentralbanken stellen auch viele Daten bereit, nur damit man im Hinterkopf dann noch weiß, wo kriege ich das alles überhaupt serviert. Das können die Federal Reserve in den USA sein, das kann die EZB sein, die Schweizer Nationalbank, jede Zentralbank hat eine Website und wo auch der geldpolitische Kurs immer wieder von Neuen erneuert und von Neuen erklärt wird und auch mit allen möglichen Pamphleten natürlich auch noch serviert wird. Bevor man anfängt mit Thema Positionsgrößenbestimmung, sollte man noch ein paar Dinge vorher noch quasi auch noch beachten. Jedes Währungspaar, wie Sie wissen, ist es auch über Aktien so und bei anderen Handelsgütern verhält sich anders. Und dementsprechend soll man halt gucken, mit welchen Lotgrößen, also Positionsgrößen, man das durchspielt. Das bietet sich an, man hat Demos, man kann mit Demos operieren und kann mit Demos herausfinden, ob man eine sogenannte Devisenmarktaffinität hat, ob man mit diesem Markt klarkommen kann, ob man ihn tatsächlich handeln kann, ob man auch im Demo dann auch tatsächlich Buchgewinne, also quasi realisieren kann, ob man diese Buchgewinne dann später im Echtgeldtest dann auch erzielen kann. Wenn Sie jetzt beispielsweise über 3 Monate bis 6 Monate Demos gehandelt haben als Test, mal sagen wir mal 3 Monate, und Sie haben in diesen 3 Monaten nur Verluste produziert, dann steht es außer Frage, dass Sie bei einem Echtgeldtest wahrscheinlich noch viel eher durchfallen würden. Also Sie sollten dann letzten Endes im Demo-Account dann doch tatsächlich auch Gewinne produziert haben, dass Sie ein bisschen auch Vertrauen in sich selbst haben, diesen Markt dann anzugehen. Dementsprechend Simulationen, Simulationen und immer wieder Simulationen. Kommen wir zu den Punkten hier, was den Bereich volkswirtschaftliche Daten noch angeht. Ich habe es eben gesagt, mit US-Arbeitsmarktdaten zum Beispiel als einer der wichtigsten Daten. Dann haben wir andere Bereiche, Handelsbilanzen, Staatsschuldendaten, verarbeitendes Gewerbe, Einkaufsmanager-Indizes zum Beispiel. Natürlich viele Zentralbanktermine, die auch wichtig sind und dementsprechend aber auch politische Ereignisse. Und die Volatilität an den Märkten, die jetzt in den nächsten Wochen vielleicht nochmal zunehmen wird, aufgrund der nahenden US-Wahlen. All diese Dinge, die da mit reinspielen. Sentiment möchte ich an der Stelle überspringen. Technische Analyse ist vor allen Dingen gerade im Bereich des Daytrading und auch im Bereich auch noch Swingtrading eigentlich so ziemlich auch das A und O. Wenn wir uns anschauen, die Möglichkeiten, die vielen, vielen Indikatoren sind ja so wahnsinnig groß, dass wir vor lauter Bäumen am Ende den Wald schon nicht mehr sehen. Dementsprechend nur ein paar rausgegriffen, die habe ich jetzt auch rot hier gefärbt, die vielleicht von Interesse sein könnten. Aber auch da ist alles Geschmackssache. Jeder hat mit einem Indikator vielleicht irgendwo ein Stück weit Erfahrung gemacht, kommt mit dem einen oder anderen besser klar. Auch das ist viel Geschmackssache. Die Positionen bildet man mit dem Ziel, in eine Richtung natürlich zu spekulieren. Wenn Sie sagen, Sie rechnen mit einem schwächeren Dollar, würden sich beispielsweise Währungspaare dann aussuchen, wie hier Euro-US-Dollar Long, dann müssten Sie den Euro-US-Dollar in Long spekulieren, wenn Sie mit und zum Beispiel das Pfund-US-Dollar auch Long oder umgekehrt US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar, japanischer Yen Short. Etwaige Korrelationen. Auch da ändert sich immer mal wieder was von Jahr zu Jahr oder von Quartal zu Quartal. Momentan ein wirklich sehr schwieriger Markt. Eine ganze Zeit lang, immer wieder kommt sie auch zurück, ist es so gewesen, dass wenn Gold in einer gewissen Form fällt, ist in dieser Form auch gleichzeitig der US-Dollar dermaßen wieder erstarkt. Das liegt einfach daran, weil auch die Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden und in einer Stückweise hier, wenn beispielsweise nach außen im Außenwert der US-Dollar steigt, wird der Goldpreis fallen. Diese Korrelation war oft passiert, ist in der Regel eigentlich auch überwiegend noch so vorzufinden.
Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist leider so. Was die Grundstrategie bzw. das Grundproblem natürlich erstmal angeht, als Trader ganz wirklich platt gefragt, welche Möglichkeiten ist es, kaufen, verkaufen oder eben gar nicht handeln. Also sie sind quasi dann aktiv, passiv, indem sie absichtlich in dem Moment gerade nicht handeln, quasi auf den Händen sitzen, damit sie nichts anfassen und eine Bewegung quasi auf sich zukommen sehen und dann erst zuschlagen. Damit sie das umgehen, haben sie den Automatismus bzw. Automatisierungen. Sie können ihre Handelsplattform so programmieren, dass sie zu einem gewissen Kurs zuschlägt, ob jetzt Long oder Short zuschlägt. Das ist ja dann die Spekulationsrichtung, die sie vornehmen wollen. Und sie können ja letzten Endes dann auch ihren Stop-Loss schon vorher eingeben und können auch sagen, dass sie zu einem gewissen Kurs auch wieder ausgebucht werden wollen. Das heißt also, sie haben gleichzeitig ihre Psyche ausgeschaltet. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, gegen das sie am meisten kämpfen. Sie kämpfen nicht nur gegen den Markt, sondern am ehesten sogar noch gegen ihre eigene Psyche. Das würde man in diesem Fall dann wenigstens ja ausstellen oder deaktivieren, dass man nicht anfängt zu brennen oder die Gier entwickelt sich, ich will mehr, mehr, mehr und am Ende geht dann dieser Trade, der zuvor im Plus war, auch noch wieder ins Minus und man schließt dann mit dem größten Tagesverlust und geht dann doch noch raus und danach dreht ja dieser Trade dann klassisch betrachtet wieder nach oben. Kennen wir alle diese Beispiele aus der eigenen Geschichte mit Sicherheit. Positionsgrößenbestimmung und auch vor allem Visualisierung. Ich habe das mal auf der World of Trading öfters vorgestellt. Wenn man nicht so den Bezug zu den quasi Zahlen auf dem Account hat, dann kann man sich ja zum Spaß mal ein paar hundert Euro nebenhin legen und sich damit visualisieren. Mit denen 1, 2, 3, 4, 5 Euro, 500 Euro bin ich jetzt am Markt oder mit jeweils gehebelt am Markt. Und damit muss ich mir dann quasi das virtuell vorstellen, wenn mein Trade kaputt ist, dass ich diese Scheine wortwörtlich irgendwo runterspüle oder zur Seite werfe. Die habe ich nämlich dann offiziell vernichtet. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen hilfreich. Genauso umgekehrt übrigens auch Visualisierung von Gewinnen, Belohnungen, dass man sich anschaut, welchen Trade hat man wieder gut gemeistert, dass man sich da quasi das notiert und vielleicht sogar von diesem Trade dann irgendwas schreibt, was sich sponsert bei Eurodollar oder was auch immer. Also es gibt die witzigsten Stories, die man auch von Tradern schon gehört hat. Jeder macht das anders, aber mit Sicherheit auch sehr spannend. Boah, du gehst ja mit den letzten zwei Folien schon richtig in die Behavioral Finance rein eigentlich, ne? jeder, wie er das eben macht, ne? Mhm. Dann ja, gehört ja zu jedem letztendlich handelbaren Instrument dazu, auch zum Forex-Bereich, klar. Ja. Wenn wir uns dann anschauen, zum Beispiel schauen wir uns eine Durchschnittssumme jetzt mal an, so stelle ich es mir jetzt als Idealstartsumme mal vor. Man würde einen Account mit 10.000 Euro bestücken. Das wäre dann Ihre sogenannte Margin-Summe, Ihr Account. Und Sie würden dann einen Hebel 1 zu 10 hier an wählen. Dann hat man hier in dem Fall eine Handelssumme von 100.000. Wenn Sie jetzt 1.000 Euro Verlust zu verbuchen haben, dann läge Ihr Verlust bei 1% der Handelssumme. Das klingt vielleicht nicht viel, aber gucken Sie auf Ihre Margin-Summe. Das sind 10% der Margin-Summe und das ist viel zu hoch. Ja, da sind ein paar Trades in Reihe schief gelaufen und dann fangen Sie schon mega an zu schwitzen und bald ist der Account platt. Also bitte nicht, zu hoch. Skalieren wir es runter, gehen wir auf beispielsweise diese 500 Euro Verlustgeschichte. Mit anderen Worten, wir machen eine 0,5%-Regel dieser Handelssumme, dann sind sie bei 5% der Margin-Summe. Das klingt zwar besser, ist aber meines Erachtens immer noch zu hoch. Und Sie können das dann dementsprechend runterskalieren bis zu diesem jeweiligen Punkt, wo Sie sich auch wohl mitfühlen, wo Sie mit klarkommen, wo Sie nicht den Herzschrittmacher schon irgendwie vibrieren hören oder so. Ja, also auf jeden Fall sollten Sie dementsprechend so mit einer Geschwindigkeit, sagen wir mal, genauso auf der Autobahn fahren, wo Sie nicht anfangen zu schwitzen. Und da sollten wir auch genauso mit dieser Vorgehensweise auch das hier beim Forex-Markt so sehen. Wenn ich jetzt 1, 2, 3 Trades hintereinander in der Reihe mache und die beispielsweise mit 0,25% der Handelssumme mache, dann habe ich nicht gleich so viel in die Tonne getreten und dann fühle ich mich auch nicht gleich so schlecht, wenn ich den nächsten Trade versuche, das nächste Setup angehe und habe dann vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, dass ich dann auch wieder die Stabilität in mir finde. Wenn ich zu hoch mit zu hohen Summen hantiere, schwitze ich noch viel mehr und habe Angst, dass ich dann beispielsweise relativ schnell meinen Account über den Jordan schieße. Also dementsprechend sollte man sich gerade diesen Punkt vielleicht nochmal
anschauen, inwieweit man das ja verbessern kann für sich und vor allen Dingen auch passend natürlich zu seiner jeweiligen eigenen Margensumme. Ich kenne ja Ihre Konten nicht, Ihre Kontengrößen nicht. Dementsprechend bitte so in dieses Verhältnis bringen, dass es eben wie hier in diesen Beispielen, jetzt hier zum Beispiel bei 0,25%, dass es da eben auch passt. Grundsätzliche Erklärung zu den Positionsgrößen. Die nennen sich am Forex-Markt Lots. Lots natürlich nicht nur dort, aber jetzt hauptsächlich jetzt hier mal bezeichnet. Wir haben den sogenannten Standard-Lot. Das ist dann die 100K, also 100.000. Den Mini-Lot 10.000 und den Micro-Lot 1.000. Und dann haben Sie eine sogenannte Einheit. Percentage in Point, das ist PIP, ja, nennt man sich. Also beispielsweise beim Euro-Dollar-Währungspaar ist ein PIP 10 Dollar. Ja, dementsprechend auf dem Mini-Lot wäre ein PIP 1 Dollar und bei einem Micro-Lot eben 10 US-Cent, also 0,10 US-Dollar. Und so kann man sich das dementsprechend dann auch ausrechnen. Wenn man in einem Micro-Lot natürlich handelt, sind natürlich, wenn Sie 10 Pips, also von 1,2580 auf 1,2590 Elong sind und das schließen, dann haben Sie 1 Dollar gewonnen. Gut, aber dementsprechend war das Risiko natürlich gering. Soweit muss man sich das halt im Hintergrund dann vorstellen. Je höher man das skaliert, dementsprechend sind die Gewinne oder auch die Verluste größer. PIP umgerechnet, können Sie sich dann beispielsweise auf das Währungspaar auch mal errechnen, zum Beispiel bei einem Standard-Lot. Und Sie haben dann diesen PIP. Und das bedeutet also, wenn Sie sich jetzt hier noch bei der 0,0001 vorstellen, Sie haben das aktuelle Währungsverhältnis mal so rundherum bei 1,1750 beispielsweise bei Euro-Dollar, als glattes Beispiel. Und dann kommen Sie da dazu, dass Sie das dann durch das jeweilige Währungsverhältnis teilen. Sie hätten also in diesem Fall bei der aktuellen Rechnung die 0,001 geteilt durch die 1,1750. Und dann kämen Sie in diesem Fall, da habe ich auch sogar schon errechnet, nur da vergessen, es reinzuschreiben, hätten Sie bei 1,1750 hätten Sie 8,51 Euro als PIP-Wert. Das bedeutet also, diese 10 Dollar sind 8,51 Euro. Bei einem Mini-Lot wären es dann 85 Cent und bei einem Micro-Lot also 0,0851 Cent. Das nur mal zu den PIPs, zu den Berechnungen, und dann könnte man sich das ein Stück weit mal so symbolisieren. Wie könnte denn mein Stop-Loss beispielsweise aussehen? Wie könnte ich dann mit wie viel PIPs da rangehen? Wenn jetzt beispielsweise der PIP-Wert bei einem Standard-Lot 8,51 Euro ist, und dann wäre ich natürlich mit einer Handelssumme von 500 Euro, immer natürlich noch an unsere Margensumme von 10.000 denkend. Mit 500 Euro wären wir dann bei einem PIP-Wert von 8,51 Euro, wären wir bei einem Stop-Loss von 58,75 PIPs. Und wenn wir dann beispielsweise dann hier bei einer kleineren Handelssumme das durchrechnen und dann runtergehen, dann haben wir jeweils kleinere Verhältnisse, können das aber auch ausweiten wieder auf der anderen Seite, wenn Sie beispielsweise dann Mini-Lots oder Micro-Lots handeln. Also Sie sehen daran, Sie können das justieren, hochjustieren, runterjustieren und können das genau auf Ihre Margin-Summe dann justieren und dann auch sehen, dass Sie beispielsweise zu einem gewissen Punkt reingehen und auch nicht zu stark Raum diesem Ganzen geben. So, dass es aber jedenfalls passt. Und umgekehrt auch als Erläuterung mal, wie das auch draußen am Forex-Markt sehr oft gemacht wird, auch von Investmentbanken. Ich lese täglich Research von den ein oder anderen Investmentbanken. Es ist immer wieder interessant, wenn man im Forex-Bereich mal sieht, wie auch da teilweise rangegangen wird. Die handeln natürlich mit ganz anderen Summen. Aber man muss auch mal sagen, dass dementsprechend auch natürlich ganz andere Bewegungen da eingezeichnet werden. Wo könnten die jeweiligen Stop-Losses oder auch Gewinnmitnahmen sein? Und da kann man zum Beispiel mal sehen, dass es sehr oft auch, also mal ein Beispiel, eine Empfehlung oder ein Rat gibt, Euro-Dollar long zu gehen, zu dem aktuellen Kurs von zwischen 1,17, 1,1720 bis 1,1750 mit einem Kursziel zu der 1,1920 oder mit einem Kursziel zu dem aktuellen Hoch schon, was wir gesehen haben mit 1,2012. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass die auch noch einen Stop-Loss auswerfen als Information. Das tun sie auch. Und wenn sie jetzt beispielsweise ein Ziel in Richtung 1,2012 haben und sie gehen bei 1,1720, 1,1750 rein, dann haben sie dementsprechend natürlich auch im Hinterkopf schon mal an sowas zu denken wie CRV, Chance-Risiko-Verhältnis. Wie ist denn das eigentlich?
wenn ich mir den Trader angucke, den die mir empfehlen. Und da ist der Stop-Loss dann total weiter unten. Kann schon mal 150 Pips sein, damit es irgendwie in Zusammenhang bringt. Also 300 Pips zur Oberseite als Gewinnmöglichkeit und 150 Pips, sagen wir mal, zur Unterseite als Stop-Loss. Macht also 2:1. Klingt noch okay. Gab schon Besseres, aber nur mal so, wie das dargestellt wird. Also so wird auch dort gehandelt. So, je höher das Risiko, desto höher der Gewinn, kennt jeder, aber eben auch der Verlust. Umgekehrt gleichzeitig gilt dann, je niedriger das Risiko, desto niedriger der Verlust, aber eben auch der Gewinn. Das heißt also, wie immer wir es auch drehen, wir werden diese Regel am Kapitalmarkt nie umschiffen. Das gilt übrigens auch nicht nur für Forex, sondern auch für viele, viele andere Märkte. So, das war jetzt nicht Forex, sondern die Frankfurter Börse. Das habe ich gesagt. Und an der Stelle kommen die schlauen Buchrücken. Und da gehen wir dann mal explizit nochmal raus und wollen uns das nochmal anschauen. Gerade, ich habe jetzt mal in dem Fall die Version hier genommen, der TWS, die ja auch bei WSL für Invest genauso noch angeboten werden wird. Wo wir uns zum Beispiel jetzt mal anschauen, im Euro-Dollar-Bereich mit den 1,1750 habe ich ja die ganze Zeit ungefähr gesprochen. Jetzt schauen wir beispielsweise auch auf andere Dinge, wie wir auch in der Technik, in der Analyse. Und wir gucken uns auch ruhig mal ein längerfristiges Chartbild an. Tun das natürlich auch nicht unbedingt nur in diesem hässlichen ganz weit gezogen, sondern ziehen ihn wenigstens so, dass wir halbwegs mal ein bisschen was erkennen können. Mir geht es nur darum, ein Stück weit darzustellen, was aktuell so vielleicht auch läuft. Wir sehen ja hier die jeweiligen Kerzen und können uns dann beispielsweise in diesem Fall hier auch mal ein paar bekannte Systeme wie Fibonacci Systems hier reinziehen. Sollten natürlich vielleicht vorher auch nochmal das Kreuz hier ran machen. Wo ist es denn? Ja, dass wir sehen, wo wir ungefähr hier auch anlegen. Das ist die 1,636 als Tief und auf der Oberseite die 1,2556 ungefähr als Hoch. Und da sehen wir, dass der Markt aktuell eine relativ bekannte Fibonacci Retracement Marke hier, 61,8%iges Fibonacci Retracement, immer noch im Test hat. Das heißt also, hier wird diese 61,8er Fibo auf Langfrist umspielt. Dann können Sie das in andere Zeiteinheiten beispielsweise runterbrechen, indem Sie dann nicht nur auf die 3-Jahres-Candles gucken, sondern beispielsweise im 3-Jahres-Zeitraum gucken, sondern beispielsweise mal jetzt in letzten auf ein Jahr gebrochen, wo Sie dann das letzte Jahrestief und das Jahreshoch hier in Augenschein nehmen. Haben Sie das 1,2012er, von dem ich eben sprach. Lassen wir es mal mit dieser Anlage gerade so. Perfekt, 100% angelegt. Schaffen wir es jetzt gerade in der Schnelle nicht. Und die 1,636 auf der Unterseite. Und dann können wir noch mal ein Stück weit sehen, dass wir jetzt hier im Bereich dieser 1,1687, wo der Markt es in den letzten Tagen auch mal kurzfristig rangetestet hat, auch ein Fibonacci Retracement haben, 23,6 bei 1,1687. Das heißt also, auf der Unterseite 1,1687 gepaart mit dem letzten Verlaufstief, was wir hier haben, 1,1612, haben wir hier zwei Unterstützungsbereiche aus dem Chartbereich hier definiert. Und zur Oberseite haben wir die nächsten Kursziele, die wir hier einmal sehen, an dem Zwischenhoch von 1,1808, Hochzugs auf die 1,1929, Hochzugs bis auf die 1,2012, von denen ich vorhin eben gerade sprach. Im Hintergrund laufend, dass man auf Sachen Acht gibt, wie beispielsweise Hinweise, die seitens der Trump-Administration kommen, Hinweise, die aus den EZB-Mikrofonen quasi kommen, wenn Frau Lagarde oder ihre Kollegen sprechen, Hinweise, wenn die geldpolitische, die Sitzungsprotokolle veröffentlicht werden und beispielsweise auch andersartige Dinge, wenn zum Beispiel Corona-bedingt irgendwelche News rauskommen, die vielleicht den Markt auch tatsächlich wieder mal gegen Süden schicken und ihn über mehrere Tage dann abwärts schicken, dass man natürlich dann da auch einen sogenannten Fading-Stil an den Tag legen kann. Also Fader kann man entweder Intraday sein oder auch über mehrere Tage. Fader bedeutet nichts anderes, als dass man ein Währungspaar, was extrem abverkauft ist, prozentual auch am Tag oder auch überhaupt die nächsten Tage, dann auch auf die Gegenrichtung mal spekuliert, als sogenannten Erholungstrend oder als sogenannten Fading-Trend, dass man sagt, diese Abwärtsbewegung ist ausgereizt und das möchte ich jetzt hiermit zum Ziel setzen, ich antizipiere eine Erholungsbewegung. Aber die darf nicht langfristig angelegt sein, die darf nur kurzfristig angelegt sein. Das bedeutet also, intraday versuchen Sie diesen Fader auch gleich wieder mitzunehmen. Die Gewinnmitnahme sollte schnell erfolgen.
Das nur mal so als Beispiel. Das war quasi das Schlusswort schon. Wir haben am Anfang technische Schwierigkeiten gehabt. Ich hoffe, es war soweit bis jetzt erträglich. Ich habe zumindest den Marc nicht mehr meckern hören. Ich hoffe nicht, dass es daran lag, dass die Verbindung ganz weg war. Nee. Also das ging dann wunderbar. Ein, zwei Mal war noch mal was weg, aber nur wirklich ganz kurz, für eine Sekunde, zwei, und dann war es direkt wieder zu hören. Also da habe ich, ja. Aber es ist danach viel besser geworden. Also vielleicht hat es wirklich das Kabel getan. Aber ja, vielleicht war auch der Wurm einfach mal drin. Kann ja auch mal sein. Ja, kann passieren. Also wenn das Kabel was gebracht hat, dann umso besser. Bin ja froh, dass wir es durchbekommen haben. Habe schon gedacht, das kann ja noch was werden. Da bringt man natürlich sich ja selbst auch immer wieder raus. Ist ja logisch. Ja, das ist nervig natürlich. Ne? Klar. Nee, wenn es dann gar nicht mehr gegangen wäre, hätten wir es halt dann irgendwann wiederholt. Aber Dirk, du bist soweit durch. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch Fragen haben, Dirk. Gibt nicht so viel eigentlich, jetzt noch ein, zwei Fragen. Also die eine haben wir, glaube ich, geklärt, was sind Swaps. Also generell gibt es gar nicht viele Fragen. Die meisten Kommentare waren hier auf den Tonausfall bezogen. Ja. So, würden gerne einige wissen, ob man die Präsentation irgendwie bekommen kann von dir? Ja, es ist ohne Probleme möglich. Diese Präsentation kann man, sofern von dir dann eingestellt, sowieso bei YouTube anschauen. Nee, die reden mehr über die Präsentation, also als PDF-Format. Ach so, man kann mich gerne auch anschreiben, dann kann man mit Sicherheit die Präsentation bekommen. Ich meine aber sogar, die Präsentation ist auch bereits bei YouTube abzurufen. Und zwar haben wir dieses Webinar, wenn ich mich jetzt nicht total irre, vor einem Jahr gemacht. Das müsste dementsprechend so direkt auch zu sehen sein. In unserem Kanal meinst du dann? Wahrscheinlich. Ja, im YouTube-Channel von WHSelfInvest. Okay, da müsste ich jetzt auch nachholen. Aber weiß jetzt nicht auswendig. Aber gucken Sie mal, also derjenige, der hier gefragt hat, oder es sind zwei, drei Leute. Also das, einfach mal das schauen, weiß ich auf jeden Fall. Im YouTube-Kanal. Ja, genau. Vielleicht sollten wir einfach mal schauen. Ansonsten den Dirk, genau, vielleicht einfach mal, vielleicht blendest du nochmal deine Adresse ein, dann können Sie den Dirk auch mal anschreiben. Da kannst du ja nochmal. Habe ich jetzt zwar nicht eingeblendet, aber das ist relativ easy. Sie sehen meinen Namen, den geben Sie ein, Sie finden sofort auf Google alle dazu notwendigen Daten. Das stimmt. Einfach meinen Namen eingeben bei Google und dann sieht man rechts schon Fritschewski Financial Markets mit der E-Mail-Adresse. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Das stimmt. Gut, so, also das nur. Was gibt es noch für Fragen? War der Nanotrader eben zu sehen? Nein, der Heinz fragt das. Nee, das war die TWS, die Trader Workstation von Interactive Brokers. Genau. Der Dirk hat es auch schon gesagt, die kann man zwar bei uns, also wir sind ja auch im Bereich Aktien, Optionen, Zertifikate sind wir auch Vermittler für Interactive Brokers Konten. Sie können mit dieser Plattform auch bei uns Forex handeln, wenn Sie wollen, aber wir haben ja auch ein eigenes Forex-Angebot. Ja, klar, also der Nanotrader, es gibt, so, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, auch noch MetaTrader, richtig? Also den Vierer, glaube ich. MetaTrader kann man auch über uns beziehen. Also ja, das, wie es so schön heißt, wenn einer mit einer Badehose nicht schwimmen kann, dann kann er die andere nehmen. Also das meine ich jetzt nicht belustigend, sondern es gibt sowas ja tatsächlich. Der ein oder andere kommt mit einer Handelsplattform eben einfach nicht klar und dann muss er eben eine andere wählen, weil man soll damit klarkommen. Man soll da nicht verfluchen, wenn man das jetzt im Trades platziert. Ja, nee, absolut. Also bevor man den Flint ins Korn wirft und ne, dann sollte man wirklich. Nee, hast du recht. Sollte man einfach, wenn es andere im Angebot gibt, klar. So, vielleicht die letzte Frage hier vom Georg. Forex auch per Future handelbar, natürlich, ne? Ja, also Sie finden an den jeweiligen klassischen amerikanischen Terminbörsen, CME, natürlich die Futures. Sowie andere Systeme laufen dort auch die sogenannten Futures auf die diversen Währungen. Ob Euro, ob Swiss Franc und sonst was, ist natürlich dann der Unterschied, dass es sich dann da um andere Expiries handelt und dementsprechend ein anderes Setup zu fahren ist, aber grundsätzlich auch handelbar. Richtig, okay, prima. Da gibt es noch zwei, drei Fragen, aber die sind eher sehr persönlicher Natur, also um Einstellungen oder wie die Leute, was sie handeln, wie es vielleicht besser gemacht werden kann. Das würde jetzt zu weit führen, da würde ich Sie bitten, die Fragen mir einfach per E-Mail zu schicken. Diejenigen wissen, wer gemeint ist und was gemeint ist an Frage, bin ich sicher. Schicken Sie die mir, ich beantworte Ihnen auch gern persönlich. Ja, Dirk, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal wieder ganz herzlich für deinen sehr interessanten Vortrag. Und ich denke mal, Forex für Beginner, war alles drin, was man eigentlich so wissen muss. Ich habe nichts vermisst. Das ist doch schon mal gut. Ich habe nichts vermisst, das ist schon mal sehr gut, genau. Und ich weise auch darauf hin, dass wir in zwei Wochen uns wiederhören, zur selben Zeit,
auch am selben Ort, in diesem Raum genau. Hier, zum Thema technische Indikatoren, ne? Technische Analyse, welche Indikatoren gibt es so? Du stellst ein paar vor und ja, gibt es ein paar Insights zu welche sind vielleicht interessant, welche eher weniger. Ich weiß nicht, was du das genau, wirst dir bestimmt was Richtiges ausgedacht haben für unsere Zuschauer. Und wenn Sie sich anmelden wollen, können Sie das auch jetzt schon tun. In 2 Wochen, am 22. ist das dann, Oktober, können Sie sich gerne auf unserer Webseite schon anmelden. Ich freue mich bis dahin hoffentlich und ich werde, gerade wenn es sich um technische Indikatoren handelt, auch gucken, dass die Technik dann auch vorher funktioniert. Das wär nicht schlecht. Aber ich glaube, da haben wir heute einfach, weiß ich nicht, was da jetzt war, aber danach lief es ja ganz gut. Aber das Mikro ganz nebenbei, also die Stimme kam jetzt wirklich noch besser rüber als mit dem Anschluss, wie du es vorher hattest, was immer du da für ein Mikro hattest. Jetzt die das Stimme ist jetzt hier jetzt aktuell, was ich jetzt hier normal spreche, ist ganz normal MacBook Air. Okay, dann ist das super, dann nutzt das doch demnächst auch wieder. Das klingt irgendwie auch wärmer, von das andere klang sehr, da warst du irgendwie weiter weg auch, ne? Also es klang sehr technisch noch gar nicht so sauber wie das jetzt hier. Von mir aus, also ich kann gerne das hier weiter nutzen. Perfekt, kein Problem. Prima. Gut, Dirk, dann vielen Dank, Dirk, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ebenso, einen schönen Gruß in die Runde. In 2 Wochen, alles klar, danke dir, ciao, danke. Ciao, tschüss zusammen. Tschüss, ciao.